Ach, Entschuldigung, vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche meine Jungs. 7, 8 Jahre alt, Indianer, Cowboy verkleidet sind die und die müssten hier vorbeigeführt werden. Ja, sicher wahnsinnig, habe ich sie nicht gesehen. Hatten Sie mal vorne an der Eingangskontrolle nachgefragt, am Haupteingang? Weil da kommt eigentlich keiner. Wissen Sie was, kommen Sie einfach mal mit, gucken wir mal. Ja, okay, hoffentlich ist denen nichts passiert, danke schön. Mama, ich verstehe nicht, wie du das immer noch durchziehen kannst. Vanessa, jetzt versteh doch. Nein, ich verstehe es nicht. Wie kannst du immer noch mit Daniel zusammenleben? Nach allem, was er mir angetan hat. Wegen ihm wäre ich fast verhungert. Vanessa, ich weiß, dass es jetzt sehr schwer für dich ist. Aber Daniel ist mein Mann. Und ich weiß, dass er es nicht getan hat. Das wird sich heute auch rausstellen. Ja, natürlich. Ich muss jetzt auch in den Gerichtssaal. Der Daniel braucht mich. Ach, und ich nicht, Mama! Herr Sander, wir verhandeln heute vor dem Landgericht Ihre Strafsache wegen erpresserischen Menschenraubs und anderer Delikte an Ihrer Stieftochter Vanessa Mehrhof. Und als Beistand habe ich Ihre Ehefrau Anja Sander zugelassen. Und zwar, weil sie vor der Verhandlung bereits erklärt hat, dass sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, kann sie auch von Anfang an der Verhandlung teilnehmen. Und hat neben der Verteidigung Platz genommen. Zunächst zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Herr Sander. Daniel ist Ihr Vorname. Ja. Sie sind am 12.10.1975 in München geboren, verheiratet und leben in Viersen. Ja. Eigene Kinder haben Sie nicht und vom Beruf sind Sie Elektriker? Ich bin Elektriker gelernt, aber zurzeit leider arbeitslos. Sie waren in dieser Sache hier in Untersuchungshaft, sind aber nach 2 Wochen verschont worden. Gegen sogenannte Meldeauflagen ist die Vollstreckung des Haftbefehls auf Fluchtgefahr gestützt worden, ist ausgesetzt worden. Das heißt, Sie müssen sich jeden zweiten Tag bei der Polizeiwache in Ihrer Nähe melden. Vorbestraft sind Sie nicht und die Anklage hören wir von der Staatsanwaltschaft. Dem Elektrotechniker Daniel Sander wird Folgendes zur Last gelegt. Am 16. November 2005 überwältigte der Angeklagte an einer Bushaltestelle in Brüggen seine 16-jährige Stieftochter Vanessa Mehrhof, fesselte sie, brachte sie in ein Abrisshaus in der Gerberstraße in Viersen und hielt sie dort gefangen. Am nächsten Tag ließ er seiner Ehefrau Anja ein Erpresserschreiben zukommen, forderte 10.000 Euro Lösegeld und drohte an, dass sie bei Nichtzahlung ihre Tochter nicht mehr lebend wiedersehen würde. Bevor eine Lösegeldübergabe stattfinden konnte, gelang Vanessa Mehrhof am 19. November 2005 die Flucht. Durch die Gefangenschaft erlitt sie unter anderem Fesselmale an den Handgelenken. Daniel Sander wird daher wegen erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit versuchter schwerer räuberischer Erpressung und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt, Verbrechen strafbar gemäß Paragraphen 223, 239a, 253, 255, 250, 22, 52 Strafgesetzbuch. Strafantrag bezüglich der Körperverletzung wurde rechtzeitig gestellt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Tasic, der Mandant wird Angaben machen zur Sache. Bitte. Sie kennen ja die Anklage, was sagen Sie dazu? Ich könnte der Kleinen doch nie was antun. Ich weiß ja nicht, ob Sie Kinder haben, ja, aber Vanessa ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Auch wenn Sie ja nur hier beiläufig erwähnen, es ist ja nur meine Stieftochter. Aber glauben Sie denn ernsthaft, ja, ich würde einem 16-jährigen Mädchen sowas antun, sie bei Wasser und Brot in einem abgesperrten Haus einsperren? Du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst! Thomas! Dem dürfen Sie nichts glauben! Thomas, halt du dich doch da raus, das Ganze geht dir überhaupt nichts an. Bitte? Mich geht das nichts an? Hör auf! Du entführst meine Tochter und mich geht das nichts an? Oh, dann weiß ich, wer Sie sind. Sie sind also der leibliche Vater von Vanessa Mehrhof? Ja, mein Name ist Thomas Mehrhof und ich bin der Ex-Mann von Anja. Und wir sind seit November 2003 geschieden. Und was ich hier sage, das stimmt. Dieser Kerl, der da vorne sitzt, der hat Anja eine... Der hat Anja einer Gehirnwäsche unterzogen. Wie kann es denn sein, dass die Anja mich nicht informiert, wenn meine Tochter entführt wird? Du musst dich mal vorstellen, ich sitze zu Hause, lass es mir gut gehen und meine Tochter hat Todesängste und stirbt vielleicht. Und du, Anja, wach auf, lass dich von dem Kerl nicht einlullen. Das ist ein Krimineller. Lass dich nicht verrückt machen. Glaubst du, ich mache mir keine Sorgen um Vanessa? Und diesen Kerl, von dem du die ganze Zeit sprichst, das ist seit einem Jahr mein Mann. Und warum ich dich nicht informiert habe, ist doch ganz klar. Die Erpresser, die haben gesagt, dass sie was Vanessa antun würden. Wie würdest du denn in meiner Situation reagieren? Würdest du Vanessas Leben gefährden? Gut, Frau Sander, also diesen Gedanken kann ich in der Tat nachvollziehen. Ich habe ja hier den Erpresserbrief. Ich habe mal eine Kopie von dem Brief da vorne an die Flipchart gehängt. Ich darf den vielleicht noch mal kurz verlesen, Frau Vorsitzende. Bitte. Ich halte Ihre Tochter gefangen. Sagen Sie niemandem Bescheid. Ich will 10.000 Euro. Wenn Sie meine Forderung nicht erfüllen, sehen Sie Ihre Tochter nie wieder. Wegen der Geldübergabe hören Sie wieder von mir.
Ja, Herr Sander, Ihre Ehefrau haben Sie damit natürlich ganz gut einlullen können. Das ist Ihnen ja gelungen, Etappensieg sozusagen. Aber dass Sie das dem Gericht hier noch für die Wahrheit verkaufen dürften, das bezweifle ich. Sie haben Ihrer Stieftochter ganz gezielt am Abend des 16. November 2005 aufgelauert an dieser Bushaltestelle. Sie kam hier aus der Kneipe, da hat sie sich mit Freunden getroffen und sie musste hier den Bus nach Viersen nehmen. Das wussten Sie natürlich. 23.50 Uhr stand sie hier. Sie haben ihr regelrecht aufgelauert und sie haben sie überwältigt und dann in dieses abzureißende Haus verbracht, in die untere Etage. Das Haus ist ja ganz praktisch nur 10 Minuten von ihrer jetzigen Wohnung entfernt. Das heißt, so weit hatten sie es dann da auch nicht hin. Sie konnten sich das vorher gut ausspionieren und gucken, was da eigentlich los ist. Wir wissen das, dass ihre Stieftochter hier gefangen gehalten wurde, weil wir hier natürlich überall Hautpartikel gefunden haben. Wir haben Haare gefunden, wir haben Urinreste gefunden. Alles mit der DNA ihrer Stieftochter, Herr Sander. Und dann sind leider nur zwei Dinge schiefgegangen. Erstens hat Vanessa sie erkannt. Damit haben sie natürlich nicht gerechnet. Und zweitens konnte sie sich dann auch noch befreien. Und am 19. November ist sie dann völlig verstört von drei Spaziergängern aufgegriffen worden. Die werden wir noch im Laufe der Verhandlung als Zeugen hören. Ja, es ist mir absolut egal, wie viele Zeugen Sie noch aus Ihrem nicht vorhandenen Hut zaubern, ja, die Ihre geistigen Ergüsse hier noch untermauern wollen. Ja. Aber ich bin es nicht gewesen. Vanessa kann mich nicht gesehen haben, weil ich noch nie in diesem Haus war. Ich war es nicht. Warum soll ich denn überhaupt sowas tun mit meiner Stieftochter? Ja, weil es natürlich um Geld geht, Herr Sander. 10.000 Euro haben Sie gefordert. Sie selber sind doch recht knapp bei Kasse. Ist das richtig? Sie sind recht lange arbeitslos, mittlerweile auf Hartz IV angewiesen. Und Ihr Verhältnis zu der Vanessa, das ist doch auch nicht das Beste. Das ist zumindest... Ach so, und deswegen soll ich sie direkt entführt haben, oder was? Weil ich mich nicht mit meiner Stieftochter verstehe. Also ich glaube, es reicht ja langsam. Eins zum anderen, Herr Sander. Auch ob Sie es glauben oder nicht, aber ich mag meine Stieftochter wirklich. Und Sie müssen sich mal vorstellen, ein halbes Jahr nach der Scheidung Ihrer Eltern, da war ich der neue Freund von Anja. Dass sie natürlich nicht damit klarkommt, ja, weil sie mich als Eindringling sieht oder als Ventil, um mal Dampf abzulassen, das ist ja ganz klar. Aber ich kann nichts dafür, ich liebe die Kleine. Ich war es einfach nicht. Äußern Sie sich doch bitte mal, Herr Sander, zu Ihren finanziellen Verhältnissen, die hatte ich gerade angesprochen. Ja, also eine gute Partie sind Sie nicht finanziell gesehen. Ja, danke, danke, das so ich weiß, haben Sie nett ausgedrückt, aber danke. Ich bin arbeitslos geworden im Sommer, ja, da kann ich auch nichts dafür von heute auf morgen. Und es ist mir absolut unangenehm, dass meine Frau jetzt für die ganze Familie aufkommen muss. Okay. Ich kann es aber leider nicht mehr ändern, verdammt nochmal. Also ich liebe meine Familie und ich würde alles für Anja und Vanessa tun. Und die Kleine ist aber leider in einem Alter, da lässt sie sich nichts mehr sagen, besonders nicht von mir. Mhm. Die kommt abends spät nach Hause, weil sie noch, die kommt gar nicht nach Hause, weil sie bei einer Freundin noch schläft, ohne uns Bescheid zu sagen. Also und nach der Schule, Moment Anja, ich bin noch nicht fertig, lass mich doch ausreden, was ich dem Mann zu sagen habe. Nach der Schule kommt sie nämlich auch nicht nach Hause, weil sie mit irgendwelchen komischen Typen rumläuft. Da kann ich aber nichts für. Und ich bin mir sicher, dass einer dieser Knallschotenfreunde von ihr, dass der es nämlich war. Ich habe damit nichts zu tun. Sie glauben doch nicht, der ganze Aufwand für 10.000 Euro. Ich bitte Sie, wir haben es hier mit einer schwierigen 16-Jährigen zu tun. Er hat das doch genau bezeichnet, das Bild. Er hat es geschildert, wie die Stieftochter drauf ist. Die natürlich nach der Trennung der Eltern bei der Mutter lebend sich gegen den neuen Partner stellt. So eine uralte Geschichte, mein Gott. Deshalb werden wir uns mit Sicherheit von der Vanessa selber ein Bild machen. Es sei denn, es gibt noch Fragen an den Angeklagten im Moment. Dann darf ich Sie bitten, neben Ihrer Frau Platz zu nehmen. Vanessa Mehrhoff, bitte. Dann hören wir uns doch die Vanessa mal selber an. Vanessa, Schatz, ich bin hier, wenn was ist. Danke, Papa. Ich bin so froh, dass wenigstens du zu mir hältst. Mach's gut. Frau Mehrhoff, nehmen Sie bitte Platz. Frau Mehrhoff, ich habe Sie als Zeugin geladen. Nur, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, sonst macht man sich strafbar. Frau Mehrhoff, Vanessa ist Ihr Vorname. Sie sind 16 und wohnen in Viersen. Ja, bei meinem Vater. Ich bin nach der ganzen Sache zu ihm gezogen. Ich habe zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten. Der glaubt mir wenigstens. Sie gehen in die 10. Klasse des Gymnasiums. Ja, das ist richtig. Und als Stieftochter des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen und Sie können schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Und schweigen kann man auch immer dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage. Sie können mich übrigens ruhig Vanessa nennen. Sie, Vanessa, Ihr Stiefvater sagt nämlich, hätte weiterhin nichts mit der Sache zu tun. Sondern was? Was hast du denen schon wieder aufgetischt für eine Geschichte hier? Vanessa, bitte, das Ganze ist doch kein Spiel mehr. Ich stehe hier vor Gericht und die werfen mir vor, ich hätte dich entführt. Ja, stimmt ja auch. Vanessa, ich war es nicht. Und wenn du nicht endlich mit der Sprache rausrückst, wenn du wirklich gesehen hast, ja, dann stecken die mich vielleicht für ein paar Jahre ins Gefängnis. Ja, meinetwegen kannst du dein Leben lang im Knast schmoren. Hauptsache, du lässt mich und meine Mutter endlich in Ruhe. Wie sie nicht sieht in dem Ton. Und Vanessa, lassen Sie sich nicht provozieren. Versuchen Sie am besten eine gewisse Chronologie in diese ganze Geschichte zu kriegen. Sie haben bei der Polizei gesagt, Sie sind am 16. November abends entführt worden. Wie ist das im Einzelnen abgelaufen, Vanessa? Ja,
Ich war halt, es war ein Mittwochabend und ich war mit ein paar Freunden noch einen trinken. Im Nachbarort bei uns in der Kneipe, Roses hieß die. Mhm. Und ja, wir haben uns halt ziemlich verquatscht und ich habe halt den letzten Bus verpasst. Eigentlich wollte ich dann meine Mutter anrufen, damit sie mich abholt. Dann habe ich zu Hause angerufen, aber dann war halt nur Daniel dran. Und Daniel meinte dann sofort, ja, dass sie nicht da wäre, dass sie mit ein paar Freunden zum Frauenabend wäre. Und er hat dann auch sofort angeboten, dass er mich abholt. Hätte ich gewusst, was er mir antut, ich wäre die ganze Nacht nach Hause gelaufen. Was haben Sie dann nach dem Telefonat gemacht? Ja, ich habe an dieser Bushaltestelle gewartet, in der Eiseskälte. Und ich habe halt darauf gewartet, dass er endlich kommt, aber ich habe mich schon gefragt, wo er abbleibt. Also ich meine, es ist auch nicht schön, da als Mädchen so allein an der Bushaltestelle draußen in der Pampa zu stehen. Und ja, auf einmal schmeißt mir jemand von hinten so einen Kartoffelsack über und schnürt mich zusammen und schmeißt mich ins Auto. Da muss ich irgendwie von hinten angeschlichen haben. Ich habe den überhaupt nicht kommen hören. Ich habe mich noch gewehrt und geschrien, aber da hört einen ja niemand draußen. Vanessa, ich war es aber nicht. Natürlich, direkt nach deinem Anruf habe ich mich sofort ins Auto gesetzt und bin zu dieser scheiß Bushaltestelle hingefahren. Ja, aber du warst nicht da. Ich habe die ganze Gegend nach dir abgesucht, bin mitten in der Nacht ausgestiegen und habe deinen Namen gerufen. Du warst nicht da. Ja, und dann, Herr Sander? Dann sind sie nämlich nach Hause gefahren. Und das ist der Punkt. Sie sind nach Hause gefahren, nachts ihre 16-jährige Stieftochter ist nicht da. Was machen Sie? Sie fahren nach Hause und unternehmen gar nichts. Ich habe sie doch nicht die Polizei, sie machen nichts. Das finde ich sehr erstaunlich. Wenn Sie meinen Mann mal ausreden lassen würden, bitte, dann hätte er Ihnen auch gesagt, dass sie ihm noch eine SMS danach geschrieben hatte, als er auf dem Nachhauseweg war. Weil sie hatte sich das anders überlegt. Sie wollte eigentlich bei ihrer Freundin Anna übernachten. Und dann hat sie ihm gesagt, sie wollte abgeholt werden. Dann hat er sich schon so gewundert, dass sie abgeholt werden soll. Dann hatte sie ihm eine SMS geschickt, dass sie sich auf dem Weg zur Bushaltestelle das wieder anders überlegt hat. Sie wollte bei ihrer Freundin übernachten und nächsten Tag wiederzukommen. Ich habe die SMS doch selber gesehen. Ja, natürlich hast du sie gesehen. Er hat sie sich ja auch selbst geschrieben, von meinem Handy aus. Er hat sich mein Handy genommen, die SMS an sich geschrieben und dann hat er es weggeworfen. Das darf nicht wahr sein. Ich habe dich doch gesehen. Du warst überhaupt der Einzige, der es sein konnte. Du warst doch der Einzige, der wusste, wo ich gewartet habe. Und wobei haben Sie ihn gesehen? Ja, mir ist das, das war am zweiten Tag und da ist mir Gott sei Dank so das Tuch um die Augen ein bisschen verrutscht, was er mir umgebunden hat. Und da konnte ich ihn für einen kurzen Augenblick erkennen. Das ist eine gute Gelegenheit, wenn ich Sie gerade nutzen darf, Frau Vorsitzende, wenn ich Ihnen noch mal gerade eins zeigen darf. Das erkennen Sie, ja? Ja, was soll das denn? Ich bin doch nicht blind. So, das ist das Abrisshaus, Fräulein Meerhof, mit zugemauerten Fenstern, in dem es stockdunkel ist. Und dann haben Sie ein Tuch, ja, so ein Tuch wie dieses hier. Und das haben Sie dann vor den Augen gehabt, dann ist Ihnen das verrutscht, so. So ein bisschen so, oder wie ist es so verrutscht, was, so, ja? So genau. Also, und dann hat wahrscheinlich dann auch der Täter, nämlich der Stiefvater, auch so die Taschenlampe sich ins Gesicht gehalten und all daraus haben Sie erkannt. Was kann ich denn dafür, wenn er so dämlich ist? Fräulein Meerhof, bleiben Sie bei der Wahrheit. Das ist mir brauchen so einen Quatsch, wenn er so dämlich ist und sich seine eigene Taschenlampe ins Gesicht leuchtet, da kann ich ja nur wohl nichts für. Ich bin froh über so viel Dummheit. Und außerdem bin ich froh, dass ich mich am dritten Tag endlich befreien konnte. Dass ich mit dem herumliegenden Stein meine Fesseln durchscheuern konnte und mich befreien konnte. Ich bin dann erstmal vollkommen ziellos durch die Gegend gelaufen. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich war. Ich bin dann Gott sei Dank so ein Mann in die Arme gelaufen. Ich habe zuerst noch Panik bekommen, weil ich dachte, dass es Daniel ist. Hab noch geschrien und so, aber dann kamen Gott sei Dank noch zwei andere Spaziergänger dabei. Und die haben mir dann geholfen und mich ins Krankenhaus gebracht. Ja, und in der Tat, da verlese ich über das ärztliche Attest, kam als Patientin und so weiter 20.30 Uhr in die Notaufnahme. Verschiedene Hämatome an Hand, Fuß und Armgelenken an den gleichen Stellen sowie an weiteren Stellen konnten zu den Schürfwunden unterschiedlicher Intensität festgestellt werden. Sie war in einem schockähnlichen Zustand bei uns eingeliefert, wobei auch eine leichte Orientierungslosigkeit zu erkennen war. Schlechter Allgemeinzustand, eine leichte Unterkühlung sowie eine leichte Dehydrierung, also Austrocknung, diagnostiziert. Und dann zur Nachuntersuchung an einen Hausarzt. Ja, die ganzen Verletzungen, das war zwar nicht schön, aber das, ich meine, ich habe das inzwischen auch überstanden, ist ja alles wieder in Ordnung. Das Einzige, was mir wirklich noch richtig zu schaffen macht, ist, dass meine Mutter dort neben diesem widerlichen Kerl sitzt, der mich entführt hat, wegen dem ich so gelitten hat und immer noch sich gegen mich, ihre eigene Tochter, stellt und zu ihm hält. Vanessa, das wird sich alles klären. Du weißt genau, Daniel ist mein Mann und ich vertraue ihm. Und ich weiß, das war die schlimmste Zeit deines Lebens, die du da erlebt hattest. Und ich würde mir wünschen, dass du wieder bei uns wohnst, dass ich einfach mehr für dich da sein kann. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, wie froh Daniel ist, dass du wieder heil bei uns bist.
Das ist doch totaler Quatsch, wie froh er ist. Außerdem, du kennst den Typen doch überhaupt nicht richtig. Du hast ihn geheiratet, ein halbes Jahr, nachdem du ihn kennengelernt hast. Woher willst du überhaupt wissen, dass du ihn richtig einschätzt? Ich habe ihn doch erkannt. Wann glaubst du mir endlich? Was muss passieren, damit du mir endlich glaubst? Und alles nur, weil du vor Liebe blind bist? Nein, weil ich weiß, wer das war. Was? Anja, wovon redest du? Sie wissen, wer ihre Tochter entführte? Sie hat bislang von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Ja, ich Wollen weiß. Sie jetzt doch eine Aussage machen? Ich hab die ganze Zeit geschwiegen, aber es geht jetzt nicht mehr. Ich möchte gerne aussagen. Ich fasse es nicht, dass du jetzt auch noch gegen mich aussagst. Doch Fragen an die zurückgehen, also an Vanessa. Nein, stelle ich alles zurück. Bleib unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz, Vanessa. Frau Sander, dann nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Frau Sander, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn nicht, macht man sich strafbar. Frau Sander, Anja ist Ihr Vorname, Sie sind 37 Jahre alt, wohnen bei Ihrem Ehemann, nehme ich an. Also deshalb weiß ich die Adresse, Taunusweg 28 in Viersen. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe ein kleines Reisebüro in der Viersener Innenstadt. Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen, das ist Ihre Entscheidung. Und noch was, § 55, Sie können jederzeit sagen, dazu sage ich nichts, wenn Sie bei wahrheitsgemäßer Aussage sich oder nahe Angehörige belasten müssen. Ich denke da zunächst einmal an Ihren Mann und an Ihre Tochter. Wer hat Ihre Tochter entführt? Was wollen Sie nicht länger hier verschweigen? Ja, also eigentlich haben wir uns damals gesagt, dass wir darüber gar nicht reden wollten und... Anja, du willst doch wohl nicht etwa... Bitte, Anja nicht. Vanessa, das tut mir jetzt sehr leid. Das ist eine Sache aus deiner Vergangenheit, die dich jetzt betrifft, die wir... Thomas, dein Papa und ich, wollten dir das niemals erzählen. Ich kann mir zwar langsam denken, worum es geht, Frau Sander, aber ich möchte es von Ihnen... Ich weiß, dass nie der richtige Zeitpunkt ist und... Könnt ihr mir mal sagen, warum ihr überhaupt so redet, als wäre ich nicht da? Was ist los? Es betrifft deine Vergangenheit. Es betrifft deine Vergangenheit. Also dein Vater und ich, wir sind nicht deine leiblichen Eltern. Wie bitte? Was? Aber was erzählst du da? Wir haben dich adoptiert, als du 2 Wochen alt warst. Was? Papa, sag mir, dass das nicht wahr ist. Nein, das kann ich nicht. Herr Mehrhoff und Frau Sander, ich verstehe es einfach nicht. Schlichtweg. Warum geht man mit sowas nicht ganz offen um? Eine Adoption ist doch etwas ganz Normales, nicht Ehrenrühriges. Und eines weiß ich, wenn sie herauskommt, dann immer zu einem ganz unglücklichen Zeitpunkt. Heißt, muss ein 16-jähriges Mädchen in der Gerichtsverhandlung hier vor allen Leuten erfahren, dass sie adoptiert ist. Aber dann, Entschuldigung Vanessa, ziehen wir das jetzt richtig durch. Wie ist es zu dieser Adoption gekommen? Also das ist so... Mein Ex-Mann und ich, wir waren schon immer sehr sozial eingestellt. Und wir wollten einfach einem Kind eine Chance geben, das sonst keine gehabt hätte. Und wir haben uns damals im Viersener Jugendamt angemeldet für eine Adoption. Und ein Jahr später wurde uns dann ein kleines Baby, die Vanessa, angeboten. Das war damals auch, wir waren sofort vernarrt in das Kind. Und es war eine offene Adoption, das heißt, wir haben auch die Mutter kennengelernt. Und das war die Monika Pregenz, ein süßes 16-jähriges liebes Mädchen, die einfach überfordert war mit dieser Rolle als Mutter. Und wir haben dann halt auch nicht nur Vanessa adoptiert, sondern wir haben auch die Mutter regelmäßig mit 400 Euro monatlich unterstützt, mit 400 D-Mark. Jetzt nicht, dass Sie das verstehen, dass wir das Kind gekauft hätten. Wir haben einfach Mitleid mit diesem Mädchen gehabt und haben ihr jeden Monat 400 Mark gegeben. Sie hat auch das Kind besucht, wann sie wollte, aber nach einem Jahr brach dann der Kontakt ab und dann haben wir auch die Zahlungen eingestellt. Das haben Sie Ihrer Tochter 16 Jahre lang nicht erzählt. Wir wollten das einfach... Wir dachten, dass... Ich verstehe das nicht. Wie konntet ihr das tun? Wie konntet ihr mich 16 Jahre lang belügen? Wir wollten es einfach nicht erzählen. Wir wollten dich nicht verletzen. Wir hatten Angst, dass du damit nicht klarkommst, dass du nicht deine leiblichen Eltern kennst, dass du keine Identität hast. Ach, und jetzt habe ich eine, oder was? Frau Sander, Sie erzählen die Sache mit der Adoption ja nicht einfach so, nicht? Sondern weil das irgendwas mit der Entführung ihrer Tochter zu tun haben soll. Ja. Denn deshalb sind wir hier. Ja, das ist so. Wir hatten, wie gesagt, gar keinen Kontakt mehr zu der Mutter. Und dann, als Vanessa 9 Jahre alt war, kam die Mutter wieder. Aber da war nichts mehr von süßes, liebes Mädchen. Die Frau war total heruntergekommen. Sie hatte nichts aus ihrem Leben gemacht. Und auch anstatt nach Vanessa zu fragen, hat sie einfach nur nach Geld gefragt. Und wir haben ihr auch Geld gegeben. Wir haben ihr nochmal 400 Mark gegeben. Als sie dann aber eine Woche später wieder ankam und wir haben gemerkt, sie hat einfach das Geld nur mit Alkohol und sonstigem unnützen Zeug verprasst, haben wir dann die Zahlung eingestellt und dann ist sie vom,
von der Bildfläche wieder verschwunden. Bis jetzt vor kurzem. Bis vor kurzem? Ja, einen Monat vor Vanessas Entführung stand die Monika Pregens bei mir wieder vor der Tür. Sie sagte jetzt, sie würde in Köln wohnen, Meilenweg oder so in der Innenstadt. Und sie fragt auch nicht nach Vanessa, wie es ihr gehen würde, sondern hat einfach gleich nach Geld gefragt. Und ich habe ihr natürlich nichts gegeben. Und da war sie, klar war sie dann sauer und ich dachte, ich will sie los. Aber sie hat dann auch gedroht, sie hat mir und Vanessa gedroht, dass sie uns das Leben zur Hölle machen würde, wenn sie kein Geld bekommt. Ja, Frau Sander, ich verstehe jetzt wirklich nicht, warum Sie das nicht schon längst gesagt haben. Wir haben uns damals geschworen, das der Vanessa nicht zu erzählen. Und ich bin mir sicher gewesen, dass das sich irgendwie schon lösen würde mit dir, mit deiner Unschuld. Sag mal, irgendwie so, sag mal, Anja, geht's noch? Verdammt nochmal, ich gehe fast kaputt daran, weil die halbe Stadt glaubt, ich hätte meine Stieftochter entführt. Und du kennst die Wahrheit, kannst mich hier rausreißen aus allem und wartest auf ein irgendwie so? Sag mal, warum hast du wenigstens mir nichts gesagt? Das ist eine Angelegenheit zwischen Thomas und mir und Vanessa. Da hast du gar nichts mit zu tun. Und wir haben uns damals geschworen, wir möchten das Vanessa nicht erzählen. Wir möchten ihr wirklich eine heile Familie mieten. Vanessa, wir wollten doch nur dein Bestes. Mein Bestes wolltet ihr? Ich habe mein Leben lang geglaubt, dass ihr meine Eltern seid. Die Menschen, die ich für meine Eltern gehalten habe, sind es nicht. Und das soll nichts ändern? Ihr könnt mich echt mal, ich will euch nicht mehr sehen, nie wieder. Vanessa! Frau Vorsitzende, unter diesen Umständen möchte ich natürlich beantragen, die leibliche Mutter als Zeugin zu vernehmen. Ich meine, sie hat sicherlich tausenderlei Gründe, mit die Tochter zu entführen. Noch Fragen an die Zeugin Sander? Ja. Frau Richterin, ich möchte gerne mit meiner Tochter sprechen. Darf ich volles Verständnis? Bleibt unvereidigt und Sie können jederzeit zu Ihrer Tochter geht. Ich werde sofort veranlassen, dass die Pregens soll sie heißen, geladen wird. Vanessa, das tut mir so leid. Lass dir bitte erklären. Eure Erklärung könnt ihr euch schenken. Was denkt ihr euch dabei, mich 16 Jahre lang zu belügen und dabei noch so tun, als ob ihr mich liebt und jetzt auf einmal... Schatz, versteh doch bitte. Nein, ich verstehe nicht. Lass mich in Ruhe. Vanessa. Anja, lass sie. Komm, wir gehen wieder in den Saal. Ich hab dir doch gleich gesagt, das ist keine gute Idee, ihr das zu erzählen. Ich kann dich doch nicht in den Zuschauer allein lassen. Du hast wieder nur an deinen Daniel gedacht. Was soll das denn? Mensch. Sven? Ja, Sven, ich bin's. Du, ich bin echt fertig. Niemand glaubt mir, dass es Daniel gewesen ist. Ja, die denken jetzt alle, dass es meine leibliche Mutter war. Ja, nein, erklär ich dir später. Du, nee, habe ich jetzt echt keine Zeit für. Du weißt doch, wo diese Briefe sind, oder? Ja, du musst sie anrufen. Sie muss dringend herkommen und aussagen. Okay, danke. Tschüss. Damit, was ihr mir angetan habt, ihr beide, damit bin ich noch lange nicht durch. Aber das klären wir später. Ich will jetzt erst einmal, dass Daniel für seine Tat bezahlt. Vanessa, dieser Gerichtssaal ist nicht der richtige Platz, familiäre Probleme aufzuarbeiten. Und Sie sollten mit Ihren Eltern darüber in aller Ruhe reden. Und wir werden dann fortsetzen, wenn Frau Pregens hier vernommen werden kann. Vanessa, vorneweg nochmal, Ihre leibliche Mutter ist draußen und wartet vor dem Saal. Das ist kein einfacher Moment für Sie. Und wenn Sie wollen, können Sie den Saal jederzeit jetzt, oder? Nein, das ist nicht nötig, ich schaffe das schon. Monika Pregens, bitte. Du bist also meine kleine Vanessa, ja? Ist ja etwas Niedliches aus dir geworden. Frau Pregens. Ja. Ich möchte Sie hier weniger als Mutter als zunächst einmal als Zeugin hören. Und zwar als Zeugin hat man das Recht zu schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage belasten möchte, § 55, und ansonsten muss man die Wahrheit sagen. Frau Pregens, Monika ist Ihr Vorname, Sie sind 32, wohnen in Köln und von Beruf? Ich bin arbeitslos und ich habe auch nichts gelernt. Sind Sie mit den Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Ich weiß nicht, Frau Pregens, ob Sie wissen, worum es hier in diesem Verfahren geht. Jedenfalls wird dem Angeklagten Herrn Sander vorgeworfen, dass er seine Stieftochter entführt habe, am 16. November 3 Tage gefangen gehalten habe, um 10.000 Euro von seiner Ehefrau. Und ja, das ist ja alles schön und gut, aber mich würde in erster Linie interessieren, was ich hier soll. So. Frau Sander hat ganz einfach den Verdacht geäußert, möchte ich sagen, dass Sie möglicherweise Vanessa als Ihre leibliche Tochter entführt haben. Bitte was? Nur weil ich das Bike damals nicht gewollt habe, sitze ich jetzt hier als Schwerverbrecherin, ja? Also bitteschön, ich war damals gerade mal 16 Jahre alt. Meine sogenannte Familie, die hat mich hängen lassen. Und mein Erzeuger, beziehungsweise ihr Erzeuger war schneller weg, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ja Leute, ich war nicht mal volljährig. Diese Adoption ist eine tolle Sache gewesen. Die Meerhofs sind das ideale
Paar für sowas gewesen. Naja, zumindest waren sie das mal. Aber stimmt das, dass sie anfangs von Ihnen Geld bekommen haben? Ja, das stimmt. Ich habe 400 Mark waren es ja damals noch, habe ich von denen bekommen. Ich fand's klasse, sie wollten was Gutes tun und Geld stinkt nicht. Aber sag mal, wollen Sie mich, weil ich damals Geld genommen habe, in irgendwas reinreiten? Ja, weil Ihr Kerl in der Klemme sitzt? Jetzt tun Sie nicht so den Unschuldsengel. Wer ist denn gekommen und hat mich und Vanessa bedroht? Ah, du puste dich mal nicht so auf, Mama. Ja, eine Hand wäscht die andere. Ich habe euch einen Gefallen getan, dann könnt ihr mir auch einen tun. Ich wollte Geld von dir, du hast mir keins gegeben. Gut, aber das Mädchen habe ich trotzdem niemals angefasst. Ach, jetzt, nie. Jetzt reicht's aber. Wer ist denn nach 16 Jahren gekommen? Sie haben noch nicht mal nach Westnitzer gefragt, wie es ihr geht. Sie wollten einfach nur Geld, Geld, Geld. Dir geht's doch gut, oder? Das geht dich gar nichts an, klar? Oh, halt mal ruhige Nerven, ja? Schlecht gefusselt. In der Frau Atmosphäre Prägens, kann ich das verstehen. Ihre leibliche Tochter ist am 16. November um 23.50 Uhr an einer Bushaltestelle gestanden, bevor sie in ein Auto gepackt wurde und in ein marodes Abrisshaus verschleppt wurde. Wo waren Sie? Das ist jetzt ein Scherz. 16. November. Was weiß ich, wo ich am 16. November gewesen bin? Ich weiß ja nicht mal, wo ich gestern war. Ja, und den nur fürs Protokoll. Hä? Ich komme aus Köln. Wie in aller Welt hätte ich mitten in der Nacht nach Viersen kommen sollen. Ich habe kein Auto, geschweige denn einen Führerschein. Weil ich bin arbeitslos und habe für sowas dann kein Geld. Dann ist ja Frau Sander die bequemste Einnahmequelle für Sie. Noch ein Motiv für Sie. Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie irgendjemand an der Hand hätten, der für Sie ein Auto besorgt, mit dem Sie gemeinsame Sachen machen, der einen Führerschein hat. Der ist alles für Sie organisiert. Das machen Sie nicht hier noch nicht. Entschuldigen Sie bitte, ich störe. Mein Name ist Sandra Hölting. Also man kennt sich. Was wollen Sie hier? Ja, also warum ich hier bin, es ist wegen dem Daniel. Es wird einige interessieren, was ich zu sagen habe. Denn Daniel ist der Mann, der vor Jahren mich und meine Schwester entführt hat, von meinen Eltern Geld erpresst hat und meine Schwester Steffi auf dem Gewissen hat. Daniel, wer ist diese Frau? Was redet die da? Gestorben. Daniel! Noch Fragen an die Zeugin Prägens? Nein. Sie im Moment bleibt unvereidigt. Sie nehmen an der Seite Platz, Frau Hölting, und Sie direkt hier vorne. Ja, bitte. Frau Hölting, ich werde Sie jetzt als Zeugin vernehmen und Sie wissen, uns bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Man kann aber auch schweigen, wenn man Sie selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. § 55, die ist vorsorglich. Frau Hölting, Sarah, bist du richtig verstanden? Ja. Heißen Sie mit Vornamen, wie alt sind Sie? 29. Und wo wohnen Sie? Winkelstraße 4 in Mönchengladbach. Was sind Sie vom Beruf? Fotografin. Und sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nee. Frau Hölting, bevor wir uns über die Umstände des Todes Ihrer Schwester unterhalten, möchte ich zunächst einmal wissen, wie haben Sie von diesem Verfahren hier überhaupt erfahren? Nach all den Jahren sind Sie hierher gekommen. Ja, ich habe das in der Zeitung gelesen. Und da habe ich gedacht, dass Daniel das sich schon wieder traut, ein Mädchen zu entführen. Ich hatte leider einen Fototermin. Ich konnte ihn nicht absagen, deswegen bin ich zu spät. Aber nicht zu spät, um dafür zu sorgen, dass du endlich weggesperrt wirst, und zwar für immer. Sarah, bitte. Vanessa ist meine Stieftochter. Ich habe ihr nichts getan. Ich bin wirklich unschuldig. Frau Hölting, was ist damals mit Ihnen und Ihrer Schwester passiert? Ja, also Daniel und seine Freunde Andreas und Kai, wir sind alle in eine Klasse gegangen, auch meine Schwester. Und auf dem Nachhauseweg sind wir durch den Wald gelaufen, wir haben eine Abkürzung genommen. Die Jungen sind so vor uns hergelaufen, haben ein bisschen rumgealbert, haben uns eingekreist und plötzlich, da war eine Waldhütte, haben sie uns eingesperrt. Wir haben erst gedacht, das ist ein Spiel und haben gewartet, wir haben noch mitgeflaxt und so und wir haben halt eben gewartet, dass sie uns wieder rauslassen. Und irgendwie hat sich das so hochgeschaukelt und es ist irgendwie eskaliert. Inwiefern ist das eskaliert? Ja, Andreas hat gesagt, er solle uns doch noch ein bisschen schmoren lassen in der Hütte. Ja, und die Jungs haben sich hochgeschaukelt und einer den anderen angestiftet und angehetzt. Und ich konnte das durch die dünnen Bretterwände von der Holzhütte hören. Und dann haben sie einen Erpresserbrief schreiben wollen. 30.000 Mark wollten sie erpressen von unseren Eltern. Ja, und ich konnte mir schon vorstellen, dass es nun langsam ernst wurde. Weil es wurde Nacht, es wurde immer dunkler, es wurde immer kälter. Wir hatten keine Decke, wir hatten nichts zu essen, nichts zu trinken und wir hörten auch keine Stimmen mehr. Also wussten wir, dass die Jungs weg waren. Ja, im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass unsere Eltern uns gesucht haben, aber sie haben uns damals eben nicht gefunden. Und am nächsten Tag sind die Jungs wiedergekommen. Boah, ich war total hysterisch, weil die ganze Nacht hatten wir Todesangst. Und Kai hat mir sogar ins Gesicht geschlagen. Und Steffi ist dabei draufgegangen. Was ist mit Ihrer Schwester geschehen? Ja, als Kai mich geschlagen hat, konnte Steffi sich irgendwie befreien. Die Jungs fingen sich an zu streiten und waren sich der Sache wohl nicht mehr ganz einig. Es wuchs ihnen alles über den Kopf und Steffi ist rausgerannt. Die Jungs sind hinter ihr her, haben sie gehetzt. Und dann
ist sie eine Böschung herunterabgerollt und mit dem Kopf gegen einen Baum geknallt. Sarah, wir hatten Angst, wir hatten Panik, wir wussten noch nicht, was wir tun sollten. Wir waren überfordert. Ja, aber ihr hättet einen Krankenwagen holen können. Ihr habt euch damals verpisst, habt euch einfach aus dem Staub gemacht. Vielleicht wäre sie heute noch am Leben. Woran ist ihre Schwester gestorben? Ja, es hat sich nachher herausgestellt, dass sie an einem Genickbruch gestorben ist. Sie muss wohl doch schon sofort tot gewesen sein. Aber in der Situation denkt man ja noch, vielleicht hätten sie ja doch noch irgendwie sie retten können. Herr Sander, wie alt sind Sie denn gewesen, als das alles passiert ist? Ich war 17 gewesen. 17? 17. Dann erklärt das natürlich, warum wir nichts in Ihrem Erziehungsregister gefunden haben. Wenn Sie das mit 17 Jahren gemacht haben und wenn Sie dann bis 24 Jahre nicht mehr straffällig geworden sind, dann wird das natürlich gelöscht. Ich habe das alles doch gar nicht gewollt. Sie haben doch alle keine Ahnung, worum es hier geht. Ich bin zu 2,5 Jahren Jugendstrafe wegen fahrlässiger Tötung und erpresserischen Menschenraubs auf Bewährung verurteilt worden. Und du meinst, weil du Bewährungsstrafe bekommen hast, ist jetzt alles verjährt, ne? Alles prima oder bestens. Und deine dummen Briefe, das sage ich dir auch, die kannst du ja sonst wo hinschieben. Ich bereue zutiefst, was passiert ist, Sarah. Zutiefst. Aber ich kann es leider nicht mehr ändern. Frau Hölting, es ist wirklich tragisch, was Ihrer Schwester damals passiert ist. Aber es ist auch tragisch, dass Sie nach 13 Jahren es immer noch nicht verwunden haben, dass Sie immer noch so leiden und immer noch unermesslichen Hass gegen ihn haben. Kann es sein, dass Sie das Ganze inszeniert haben, um ihn endlich für immer hinter Gittern zu bringen, ihm das in die Schuhe schieben? Geht's Ihnen noch gut? Also das ist ja wohl eine Frechheit. Ich weiß, wie es ist, eingesperrt zu sein. Das wünsche ich niemandem. Ich könnte mich ganz anders rächen. Da bräuchte ich hier nicht so einen Affentanz zu machen. Und eins kann ich Ihnen ja beweisen. An dem Tag, da hatte ich eine Fotoausstellung in München. Das steht hier in meinem Kalender drin. Da können Sie auch gerne anrufen. Daniel, ich glaube es nicht. Du hast mich die ganze Zeit belogen. Und wegen dir habe ich mich gegen Vanessa gestellt. Anja, bitte, das Ganze ist schon so lange her. Ich dachte, ich kenne dich. Wann soll ich dir das denn erzählen? Mal nebenbei beim Essen. Ich werde doch selber noch kaum damit fertig. Aber bitte, ich habe nichts mit Vanessas Entführung zu tun. Anja, was soll das jetzt? Bitte, hör doch auf. Mama, endlich hältst du zu mir. Das habe ich mir seit Wochen gewünscht. Endlich hast du es kapiert. Daniel wollte uns von Anfang an nur auseinanderbringen. Nein, das stimmt nicht. Ich bin so froh, dass du endlich zu deinem Moment. Herr Bauer. Ein Indianer und ein Cowboy möchten Sie ganz dringend sprechen. Erstens ist noch nicht Karneval und zweitens habe ich im Moment wirklich keine Lust auf Scherze. Entschuldigung. Es ist wirklich so, eine Frau steht draußen mit zwei kleinen Jungs, die Sie unbedingt wegen einer Entführungssache sprechen möchten. Genauer hat mir die Frau das auch nicht erklären können. Noch was, die Staatsanwaltschaft hatte schon zweimal auf der Geschäftsstelle angerufen und nachgefragt, ob der Haftbefehl in der Strafsache Romero schon unterschrieben wäre. Nee, da hatte ich heute Morgen keine Zeit für das zu machen. Da fehlte ein Datum, musste doch irgendwas für einen Kokaintransport nachgetragen worden sein. Dann unterbreche ich die Verhandlungen mal eben, damit ich das mit dem Haftbefehl regeln kann. Und dann schicken Sie mir diesen Cowboy und Indianer entwaffnet bitte in mein Zimmer. Okay. Verhandlung wird unterbrochen. Ja, bitte. Entschuldigung, aber mir wurde gesagt, wir können jetzt mit Ihnen sprechen. Ja, ich habe die Verhandlung kurz unterbrechen müssen. Auf Cowboys und Indianer bin ich immer gespannt. Nehmen Sie doch bitte mit Ihren Kindern hier vorne Platz. Dankeschön. So, haben Sie mir schon Ihren Namen gesagt? Nein, ich bin Katrin Habermann. Ja. Und das sind meine beiden Söhne und wir wohnen in der Nachbarschaft von Frau Mehrhoff. Ah, so. Und ihr beiden, wie heißt ihr? Heute heiße ich Jimmy Blue, aber ansonsten Tom. Tom. Und ich bin Schleichner Puma, weil ich mich an jeden heimlich ranschleichen kann. Und es merkt keiner. Aber alle nennen mich meistens Max. Ah, Max. Frau Habermann, Sie wollten mit mir sprechen. Ja, entschuldigen Sie noch mal, dass ich jetzt was später bin. Ich wäre auch früher da gewesen, wenn die beiden Racker hier nicht schon wieder abgehauen wären. Das geht im Moment jeden Tag so. Ich kann die irgendwo suchen. Und heute Morgen sind sie mir nämlich schon wieder ausgebüxt. Und zwar sind die aus dem Garten verschwunden. Und ich habe sie überall gesucht und bin dann irgendwann mal zu diesem Abrisshaus gegangen bei uns in der Nähe, weil ich so eine Vermutung hatte. Ich habe ihnen zwar verboten, da zu spielen, aber ich habe sie dann da gefunden. Also schuldbewusst sind die zwei, schauen sie nicht aus. Und was, die meinen dieses Haus, in dem Vanessa Meerbusch gefangen worden ist. Sie meinen ja, dieses genau. Abrisshaus. Mhm. Jimmy Blue, ganz ungefährlich ist das an sich nicht, in so einem Abrisshaus zu spielen, oder? Wieso spielt ihr da, obwohl es eure Mutter verboten hat?
Wir haben keine Angst. Sven hat da ja auch gespielt, zusammen mit Vanessa. Die beiden sind befreundet, genauso wie Mama und Papa. Und die haben dasselbe gemacht wie wir. Was habt ihr in diesem Abrisshaus gemacht? Vielleicht in der Puma, Max. Tom hat mich gefesselt und mir Essen gebracht. So genau haben wir das so bei Sven und Vanessa gesehen. Von welchem Sven reden die Kinder? Das ist Sven Blink, der wohnt bei uns in der Nachbarschaft und der macht eine Ausbildung zum Rettungssanitäter im Marienburger Krankenhaus in Viersen. Und der müsste jetzt auch da sein. Mhm. Max, ich weiß, dass es in dem Haus so dunkel ist. Da sieht man normalerweise gar nichts, was die anderen machen. Das ist ja gar kein Licht Sven ist mehr. Mit Essen ins Haus gegangen, ja. Und wir haben uns hinter den hergeschlichen und die haben uns nicht bemerkt. Nee, ist vielleicht eine Puma, klar. Und wir konnten sehen, weil Sven und Vanessa Kerze dabei hatten und dann haben wir uns wieder weggeschlichen. Wann ist das gewesen, Tom, so in etwa? Ach, das ist schon ein paar Wochen her. Da haben wir gesehen, wie Sven mit Essen ins Haus gegangen ist. Vielen Dank euch beiden. Frau Habermann, ich werde jetzt versuchen, auf jeden Fall mal den Sven Blink zu laden über dieses Krankenhaus. Und warten Sie mit den Kindern draußen. Kann sein, dass ich sie aufrufe. Vielen Dank euch beiden. Okay. Ganz interessante Information. Die Verhandlung wird fortgesetzt mit der Vernehmung des Zeugen Sven Blink. Was soll Sven denn jetzt eigentlich hier? Süße, ich weiß auch nicht, was die von mir wollen. Ich habe keine Ahnung. Vanessa, das werden Sie gleich erfahren, was ich vorhin noch vergessen hatte. Die Zeugin Hölding bleibt unvereidigt. So, Herr Blink, ich werde Sie jetzt als Zeugen vernehmen. Und als Zeuge muss man die Wahrheit sagen? Okay, ja. Schön. Und zur Wahrheit gehört Vollständigkeit. Das heißt, manchmal ist einem etwas unangenehm. Dann schweigt man gerne, aber nicht als Zeuge. Da muss man nämlich vollständig aussagen. Man kann aber schweigen, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Blink, Sven ist Ihr Vorname. Wie alt sind Sie? Ich bin 18 Jahre alt. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Viersen in der Kietgasse 2. Und Sie machen eine Ausbildung zum Rettungssanitäter? Ja, genau, das ist richtig. Da haben wir Sie auch im Krankenhaus momentan laden können. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nee, bin ich nicht. Sie dürfen auch Sven zu mir sagen. Sven, ich habe mich eben mit Tom und Max Habermann, zwei Jungs aus Ihrer Nachbarschaft, unterhalten. In meinem Büro. Indianer und Cowboy. Beide haben mir erzählt, dass sie vor Wochen etwas Merkwürdiges gesehen haben. Sie sollen mehrfach in diesem Abrisshaus gewesen sein, mit Vanessa, sie dort gefesselt haben, Essen gebracht haben. Die Kinder sind draußen, wir können sie jederzeit vernehmen. Sie warten mit ihrer Mutter draußen. Wollen Sie sich dazu äußern, Sven? Was? Wegen diesen zwei kleinen Hosenscheißern sitze ich jetzt hier? Ja. Weil die sich hier irgendeine Abenteuergeschichte aus den Fingern saugen? Das ist doch wirklich totaler Schwachsinn. Sven ist der Einzige, der zu mir gehalten hat in den ganzen letzten Wochen, außer vielleicht mein Vater. Also er war das niemals. Ja, das sind übrigens Kinder. Die denken sich täglich hunderte von diesen Geschichten aus. Die haben eine blühende Fantasie im Alter. Sven, wenn du es wirklich gewesen bist, Junge, dann gib es bitte hier zu. Hör mal, ich weiß, wie das ist, wenn man Fehler macht. Ich habe das doch alles selber schon gemacht. Ja, selbst schuld. Wenn du was zur Wahrheit hier beitragen kannst, dann spuck es endlich aus, verdammt nochmal. Ey, du tickst ja wohl nicht mehr ganz sauber, mir jetzt deinen Scheiß anzuwalzen. Ja, was ist das jetzt für eine linke Nummer, die du hier abziehst? Willst du hier auch alles verlieren, was dir lieb ist, so wie ich heute? Red bitte die Wahrheit, wenn du was weißt. Ich glaube, ich muss da noch was klarstellen. Ich meine, niemand würde Daniel lieber sehen im Gefängnis als ich. Aber? Er ist unschuldig. Warum sind Sie sich da plötzlich so sicher? Ja, gut, ich habe von dem Verfahren nicht aus der Zeitung erfahren. Ach nein, sondern? Es hat mich jemand anonym angerufen. Er hat mich darum gebeten, das hier nicht bekannt zu geben. Er hat seinen Namen natürlich nicht genannt, aber... Aber? Jetzt, wo ich seine Stimme hier höre von dem Zeugen... Habe ich das Gefühl, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er es gewesen ist. Ich? Ja. Aber Frau Hölting, woher soll der Herr Blink wissen, dass Sie und Ihre Schwester vor Jahren mal entführt worden sind vom Angeklagten? Das ist ja ganz klar. Sven geht bei uns seit Monaten ein und aus. Und die ganzen Briefe, die ich an Sarah geschrieben habe, die habe ich unten im Keller verwahrt. Und ich denke mal, da wird er einen davon gefunden haben. Von was für Briefen sprechen Sie? Was für Briefe waren das? Ich habe ihr monatelang Briefe geschrieben. Ich wollte ihr erklären, was damals passiert ist, aber sie hat alle immer ungelesen an mich zurückgeschickt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass sie keinen Kontakt zu mir wollte. Vanessa Mayhoff, kann es sein, dass er den Stiefvater als Sündenbock jetzt benutzt? Kann es sein, dass Sie ihn eigentlich da unten gesehen haben und entdeckt haben und wiedererkannt haben? Dass Sie jetzt einfach Angst haben, gegen ihn auszusagen? Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was ich denke. Vanessa, was soll das denn jetzt? Der eigene Freund. Vanessa, das tut mir so leid.
Die red doch. Ja, vielleicht könnte er es doch gewinnen. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Vanessa, dreh's jetzt voll ab. Weißt du, was ich für ein Risiko in Kauf genommen habe? Für dich, damit es dir wieder gut geht. Ja, verdammt, es stimmt. Ich bin's gewesen. Aber ich habe alles nur Vanessa zuliebe getan. Sie wollte, dass ich es tue. Ja, sie hat irgendwann einen der Briefe vom Daniel im Briefkasten gefunden und hat ihn gelesen. Daraufhin hat sie die komplette Entführung inszeniert. Sie war es auch, die mich gebeten hat, Frau Hölting anzurufen, damit Daniel auf jeden Fall in den Knast wandert. Aha. Sie hat auch... Und mit der Bushaltestelle? Ich meine, sie hat ihn doch angerufen. Sie hat extra einen Abend abgewartet, an dem ihre Mutter nicht zu Hause ist, damit Daniel auch auf jeden Fall alleine kommt. Und sie hat auch das Abrisshaus ausgesucht. Meine Aufgabe war es dann, ihre Handgelenke zu fesseln, damit man halt später Verletzungen feststellt. Es sollte ja alles so echt wie möglich wirken. Ja, deshalb hat Vanessa... Es hat ziemlich echt gewirkt. Ja, sie hat deshalb kaum was gegessen und kaum was getrunken. Was hätte ich denn tun sollen? Für dich gab es doch nur noch Daniel. Immer nur Daniel. Vanessa war es auch die... Und ich war doch vollkommen nebensächlich. Und an Papa hast du gar nicht mehr gedacht. Ja, okay, ich hab's getan. Aber alles nur um euch wieder... Es tut mir so leid. Sie hat übrigens auch die SMS an Daniel geschrieben und dann ihr Handy weggeschmissen. Was? Das ist nicht zu fassen. Noch Fragen an Sven? Nö, danke. Tatbeteiligte 60 Ziffer 2 bleibt unbeeinigt. Sven, Sie nehmen an der Seite Platz. Noch Anträge? Schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Röhme. Das war eine reife Leistung, Fräulein. Also ein Schwurgericht hier auf Trab zu halten? Allerhand. Ich denke, Frau Vorsitzende, in der Familie Sander besteht großer Redebedarf und dem sollte niemand im Weg stehen. Der Angeklagte ist selbstverständlich frei zu sprechen. Er hat diese Tat nicht begangen. Es steht ein Mann frei fest. Beantrage Freispruch und Entschädigung des Angeklagten. Hohes Gericht, Vanessa Mehrhoff. Nur weil Sie nicht mehr die erste Geige in der Familie Mehrhoff spielen, bringen Sie unschuldige Leute ihren Stiefvater hinter Gittern und der brummt da zwei Wochen? Vanessa, es tut mir auch total leid. Ich glaube, Sie haben die Pubertät nicht heil überstanden. Das hast du uns da nur angetan. Tut mir so leid. Gar nicht, Vanessa. Wir haben das letzte Wort, Susanne. Ich bin froh, dass sich das hier mit Vanessa geklärt hat und ich hoffe, dass ich bei meiner Familie noch eine Chance habe wegen meiner Vergangenheit. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Und der Angeklagte ist für die Zeit der erlittenen Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Viersen wird aufgehoben. Herr Sander, es gibt Situationen, wo man sich über einen Freispruch nicht sonderlich freuen kann. Wie hier, wenn er gleichzeitig Dinge aufdeckt, die vor langen Jahren gespielt haben und für die Sie letztendlich bestraft worden sind, was gelöscht worden ist. Bei Frau Hölting, bei Ihnen ist noch gar nichts gelöscht worden. Sie sind doch in einem Alter, wo man sich an sich von Kindern nicht einspannen lässt. Nach 13 Jahren kommen Sie hier noch und lassen Sie sich damit hineinziehen. Aber was anderes, das ist Vanessa. Vanessa, Sie haben einen Satz hier gesagt während der Verhandlung, dass Eltern ehrlich sein müssen zu ihren Kindern. Stimmt? Umgekehrt doch auch, oder nicht? Ja. Vanessa, Sie haben so einen erwachsenen Eindruck gemacht, zum Teil. Am Anfang jedenfalls. Und Sie haben doch gemerkt, auf was das alles hinausläuft. Und Sie instrumentalisieren alle anderen. Und zum Schluss greifen Sie eigentlich fast sogar noch Ihren Freund an. Und kurz davor, bevor Sie ihn fallen lassen, fällt ihm Gott sei Dank ein, dass er da irgendwie mitgemacht hat. Vanessa, Sie alle werden noch eine Menge miteinander zu besprechen haben. Allerdings außerhalb meines Gerichtssaals, denn dafür haben wir nicht die Zeit. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision. Das entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Vanessa Mehrhof wurde vom Jugendgericht wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschens einer Straftat zu 100 Sozialstunden in einer Obdachlosenküche verurteilt. Sven Blink erhielt die gleiche Strafe.